Sören Dressler, ja, Trainer vom TSV Schwaben-Augsburg. Heute Spitzenspiel ans Lehnerstadion. Tolle Stimmung. Feinen Landesliga-Fußball endlich mal wieder gesehen. Salz in der Suppe hat gefehlt, die Tore. Wie ist deine Stimmung zum Spiel? Ja, sagen wir so, ich habe es heute auch ein bisschen genossen, das Spiel. Es war wirklich ein toller Fußball von beiden Seiten. Ich denke, aufgrund der beiden Halbzeiten geht die Punkteteilung in Ordnung. Wir haben sicherlich die ersten 20 Minuten versäumt, das 1 oder 2-0 zu machen. Wir waren da richtig gut drin. Zweite Halbzeit hatten wir dann mit dem Schuss vom Fayet und zum Schluss noch Heigenwälder Glück gehabt, dass die Kugel nicht drin ist. Einmal Tobi überragend gehalten. Von daher denke ich, unterm Strich Punkteteilung okay. Und ich denke, man hat heute deutlich gesehen, warum beide Mannschaften ganz oben stehen. Ja, ich wollte Sie gerade fragen, es war heute wirklich ein gepflegter Landesliga-Fußball. Wir kommen ja durch alle Amateurklassen, aber das war heute schon mit Abstand das Spiel, wo man mal sagen kann, hey, das kann man mal wieder anschauen. Und da sieht man auch den Unterschied zu vielen anderen Mannschaften. 6 Tore, Gegentore nur. Wie war es heute gegen so eine Mannschaft? Man hat gesehen, Jérôme Fayet, wenn der mit dem Rücken zum Tor steht, die Bälle kriegt, wenn er sich dreht, ist es schon enorm schwer, gegen solche Spieler dann auch zu bestehen. Ja, muss schon sagen, also Türkspor, die haben schon extra Klasse in ihren Reihen. Von den Einzelspielern her, wir wussten, dass wir das heute nur im Verbund schaffen. Wir wollten auch keiner Zeit im Spiel ins offene Messer laufen, weil die einfach individuelle Klasse haben, die Lösungen dann finden, ziemlich schnell finden. Das heißt, wir mussten gut stehen, wir mussten abwarten spielen. Diszipliniert vor allem, das hat die Mannschaft überragend umgesetzt. Immer wieder Nadelstiche gesetzt, die hochgefährlich waren auch. Wie gesagt, die Tore haben gefehlt, aber gut, mir ist ein 0-0 lieber wie ein 2-2. Ja, unserem Kameramann Anteil muss da nicht so viel schneiden. Wir hatten drei Kameras dabei. Macht nichts. Solche Spiele leben dann auch von der Spannung. Sören, wenn beide Mannschaften dieses Level beibehalten, dann stehen sie ja ganz am Ende der Saison da, wo sie jetzt stehen. Ja, ich habe es ja im Vorfeld gesagt, wir versuchen natürlich, egal wie das Spiel ausgeht, unser Level zu halten. Das ist verdammt schwer und da muss ich auch einen Hut ziehen vor den Jungs, die Woche für Woche im Training Gas geben und immer hochkonzentriert arbeiten. Die Versuchung ist groß, dass man das auch mal schleifen lässt, aber gerade dann bekommt man Probleme. Und ja, es ist eine anstrengende, auch wenn man oben denkt man immer, es ist leicht oder einfach, aber genau das ist es nämlich nicht, weil ja, jeder berichtet vom Spitzenspiel, was sich die Jungs oder beide Mannschaften natürlich auch verdient haben, diese öffentliche Präsenz. Aber es ist für den Kopf ja auch sehr, sehr schwer, da immer wieder am Anschlag zu sein. Trotzdem hat es heute Spaß gemacht, hier im Ans-Lehner-Stadion. Tolle Kulisse, tolles Spiel. Euch weiterhin viel Erfolg, Sören, und danke fürs Interview. Den Torwart von den Schwaben haben wir noch vor der Kamera, Tobias Anthony. Tobi, heute der beste Sturm zur Gast im Ans-Lehner-Stadion. Reichlich zu tun gehabt, den Kasten aber wieder mal sauber gehalten. Zufrieden nach 90 Minuten, 93 Minuten mit dem 0-0? Ja, ich glaube, nach dem Spielverlauf können wir insgesamt schon damit zufrieden sein, weil, sagen wir, die erste Halbzeit waren wir, denke ich, ein Ticken besser, können die Tore machen. In der zweiten Halbzeit haben wir jetzt am Ende richtig Glück gehabt. Der beste Angriff hat schon gezeigt, dass sie Tore machen können. Aber im Endeffekt können wir, denke ich, besser damit leben, mit dem Punkt heute. Wie? Mit dem Punkt habt ihr den Abstand gehalten, 3 Punkte einlegen. Muss am Sonntag spielen. Überhaupt zufrieden mit der Situation als Aufsteiger, Tabellenführer, besser kann es ja gar nicht laufen. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wir sind schon leicht überrascht, wie gut es läuft. Als Aufsteiger ist das sicher nicht selbstverständlich. Und dass wir haben einen Wahnsinns-Punkteschnitt auch bekommen, in der Regel eigentlich keine Gegentore. Also da sind wir selber überrascht, wie gut es läuft. Dass wir nicht ganz schlecht sind, haben wir vorher gewusst. Aber wie gut es läuft, ist überraschend, aber positiv überraschend natürlich. Mir hat es heute Spaß gemacht. Ans Lehnerstadion war mal wieder seit langem voll. Medienpräsenz größer als sonst und die Fans von Türkspor Augsburg, tolle Stimmung hier verbreitet. Hat Spaß gemacht? Ja, war Bundesliga-Feeling, sage ich jetzt mal. Also die Fans von Türkspor haben, glaube ich, die zweite Halbzeit durchweg Stimmung gemacht. Die Tribüne mal voll zu sehen, ist Wahnsinn. Und ja, ich hoffe halt, dass jetzt, sage ich mal, immer mehr Zuschauer zu uns kommen. Ja, mal ein bisschen, wenn man in der Stadt ist, hat man viel Konkurrenz, sage ich jetzt mal. Vor allem im FC Augsburg auch. Hat uns Länderspielpause heute auch ganz gut in die Karten gespielt. Aber war super. War geil. Tobias Anthony, danke fürs Interview. Weiterhin viel Erfolg und dann sehen wir uns wieder. Danke dir. Hier bei mir vor der Kamera der Tobias Heigenwälder von Türkspor Augsburg. Tobi,
0-0 mit dem Punkt zufrieden hier beim Spitzenreiter? Ja, über 90 Minuten gesehen ist es eigentlich ja, verdient gewesen. Also in der ersten Halbzeit war Schwaben die drückende Mannschaft. Aber ich denke, dass wir in der zweiten Halbzeit auch sehr viele Möglichkeiten hatten und das Spiel eigentlich gut unter Kontrolle, weil sie sehr viel mit langen Bällen gespielt haben. Aber trotz der ersten Halbzeit denke ich, dass es 0-0 in Ordnung geht. Kurz vor Schluss müsst ihr fast das 1-0 noch machen. Ja, das muss ich machen, aber ich glaube, derjenige, der mich kennt, weiß, dass ich mit rechts nicht ganz so gut bin. Deswegen entschuldigen das auch bestimmt einige Leute. Ja, man hat ja gegen einen Link gesehen, als den Ball auf den Fuhrrad zirbelt hast. Genau, da hat man deine linke Klebe gesehen. Aber gut, es läuft nicht immer so, wie man es sich wünscht. Trotzdem, ihr spielt eine hervorragende Saison. Zielsetzung ganz am Ende dann auch da stehen, wo er jetzt steht und dann um den Aufstieg ein Wörtchen mitzureden. Ja, aber bei Türkspor Augsburg muss man vorsichtig sein, weil die haben in der Vergangenheit immer oben mitgespielt und dann sind sie einbrochen. Und ich glaube, wenn wir die Leistung so weiterhin abrufen, dann können wir am Ende auch relativ weit oben stehen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt wollen wir auf jeden Fall aufsteigen oder oben mitspielen. Tobi, du bist einer von denen, die am gehobenen Amateurfußball Erfahrung sammeln konnten bisher. Wie ist es, wenn auch im Manns-Lehner-Stadion mal wieder Zuschauer da sind, die Tribünen sind voll und vor allem Türkspor-Zuschauer, Fans machen eine super Stimmung, peitschen euch an und beleben natürlich dann auch damit so ein Spitzenspiel. Ja, das ist sehr schön. Also es könnten ruhig öfters so viele Zuschauer kommen, weil ich glaube, man sieht einen ganz attraktiven Fußball hier, auch in der Landesliga. Und ja, also wenn das Wetter ein bisschen mitgespielt hätte, dann wäre, glaube ich, noch mehr Zuschauer kommen. Aber ich glaube, mit der Kulisse kann man ganz zufrieden sein. Tobi, Glückwunsch zu dem Spiel. Beide Mannschaften, muss man sagen, zu euren Fans. Tolle Fans habt ihr hier. Und dann weiterhin viel Erfolg. Danke dir. Dankeschön.